Herzlich willkommen beim TWL-Turnier, heute mit einer Attila-Seeschlacht zwischen den guten Georgius und Mormegil. Und ich bin heute nicht alleine, sondern habe wieder meinen guten Co-Caster neben mir, den Alex Ofneski. Hallo, hallo. Hallo. Was erwartest du dir von dieser Partie? Was erwartest du dir allgemein von Attila heute? Also gerade in Bezug auf Seeschlachten? Also ich bin ja generell ein ziemlich großer Attila-Fan und auch die Attila-Seeschlachten sind meiner Meinung nach deutlich überlegen gegenüber den Rome-Schlachten. Also ich erwarte da wesentlich weniger Bumper-Cars und mehr ordentliche Seekriegsführung. Ja, schauen wir mal. Wir haben hier ein oströmisches Duell. Also beide Spieler haben sich hier dafür entschieden, Ostrom zu spielen. Vermutlich aufgrund der starken Feuerschiffe, die Ostrom ins Feld führen kann. Und wir sehen auch bei beiden Spielern schon mal sehr viele Feuerschiffe auf dem Feld. Wie eine Meme-Armee gegen die andere Meme-Armee. Einfach mit 6 Artillerieschiffen und fast nur Feuerschiffen sonst. Stimmt, Mormegil hat tatsächlich sehr viele Artillerieschiffe, ja. Die Schlacht geht schon los. Also nicht verschwendet mit Aufstellen. Ja, also auf der einen Seite hier bei Mormegil haben wir zum Großteil wirklich Feuerschiffe und Artillerie und sehr wenig bis gar keine Milischiffe. Während wir bei Georgius auch eben sehr viele Feuerschiffe haben. Sehr viele kleine Blänkler, also skirmische Schiffe, dafür aber auch noch ein paar Milischiffe, also zumindest ein paar mehr als Mormegil hier drüben hat. Also das wird spannend. Auf jeden Fall chargen jetzt mal die Feuerschiffe von Georgius, die gegnerische Linie, während die Artillerie von Mormegil anfängt drauf zu feuern. Konzentriert sich. Ja, das ist ganz wichtig, dass Mormegil ein paar Schiffe mitnimmt, weil sonst. Oh. Ja, so eines wird schon mal down gehen, dass das brennt so aus. Also die Ari feuert hier schon mal sehr schön konzentriert, all gemeinsam auf ein Ziel. Das macht er sehr gut. Mhm. Er muss aber auch mindestens halt so 5-6 Schiffe mitnehmen, weil sobald es mal im Nahkampf ist, macht die Ari halt gar nichts mehr. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall mal ein Feuerschiff, was schon mal untergegangen ist von Georgius. Und die Ari feuert gleich auf. Ne, die feuern jetzt noch ins Leere. Da hat er nicht rechtzeitig das Ziel geändert. So, jetzt kommt es dann gleich zum Duell Feuer gegen Feuer. Da kommen schon die ersten. Naja, gut, zwei von Mormegil feuern auf 1 und Geo. Bei Geo ist es immer ein 1 gegen 1. Das hätte er vielleicht besser machen können, dass er da ein bisschen konzentrierter hätte schießen können. Ja, auf das Problem ist, Mormegil verwendet hier gerade sein linkstes Feuerdrimonenschiff noch nicht. Aber dafür hat er. Es sind einfach alles. Ja, also die Feuerschiffe haben sich mehr oder weniger alle gegenseitig versenkt. Letztendlich übrig ist jetzt eigentlich nur noch die Artillerie von Morme und die Skirmisher von Geo. Und noch ein paar Mini-Ships, die Geo eben ins Feld gebracht hat. Ich zeigen, ob es überhaupt möglich ist, ein Schiff zu entern oder ob man bis dahin verbrannt ist. Und momentan scheint das. Ja. Also Mormegil konzentriert auf jeden Fall sein Feuer mal auf das auf den General von Georgius. Das ist schon mal keine schlechte Idee. Der sinkt jetzt nämlich auch. Der geht jetzt auch gerade unter, der General von Georgius. Während der General von Mormegil gerade noch versucht wegzufahren vor den Feuerpfeilen. Dafür werden jetzt aber hier an der Flanke auch gleich die Artillerieschiffe geändert von Georgius. Ja, das sind doch ziemlich große Schiffe, die haben 148 Mann Besatzung mit Heavy Marines. Während die Byzantinischen nur Artillery Crew haben, die werden dann nicht lange bestehen können. Ja, ich meine, gut, Mormegil fängt das jetzt ab mit seinen Light Marines. Ganz rangekommen sind jetzt die Kriegsschiffe noch nicht, aber ich meine, dadurch, dass halt. Ich meine, okay, ich sehe gerade, Mormegil hat noch ein Feuerschiff, was noch nicht. Aber Georgius hat auch noch ein Feuerschiff, mit dem er jetzt da anfängt rein zu feuern, hoffentlich. Irgendwann. Na. Also das Feuerschiff von Mormegil versenkt auf jeden Fall mal hier das eine Heavy Marine Schiff von Georgius. Das ist natürlich ein harter Schlag.
Ja, auch ein weiteres Marineschiff von Georgius ist dem Artilleriefeuer zum Opfer gefallen. Oh, tatsächlich. Das heißt, es gibt sogar nur noch ein Marineschiff gerade auf dem Feld von Georgius. Und wenn jetzt hier Georgius letzte Feuerdrohne auch noch sinkt, dann hat Georgius langsam überhaupt keine Truppen mehr. Und das ja, es hat auch schon 100% Fire Damage, also sieht tatsächlich nicht mehr so frisch aus. Ja, das sieht gerade gar nicht so gut aus für Georgius, obwohl er gerade vor ein paar Minuten meiner Ansicht eigentlich noch die Überhand hatte. Ja, jetzt muss er ordentlich gut mit den Bogenschützenschiffen Micron und endlich sein anderes Schiff, das da hinter den Artillerieschiffen ja, steht. Ja, die Marines, die machen da momentan gar nichts. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht einfach gerade momentan überfordert ist. Auf jeden Fall hat auch hier das Generalschiff von Mormickel gerade ein Fernkampfschiff von Georgius hier fertig geentert. Mhm. Beziehungsweise das geht es auch einfach durchs Feuer runter. Gesetzt. Mhm. Gut, jetzt sinkt dafür mal das Generalschiff von Mormickel. Aber er hat halt immer noch sein Feuerschiff. Ja, das verwundert mich, dass Georgius da sein Mili-Schiff so lange stillen hat, aber das wird er wahrscheinlich jetzt, nicht... Jetzt versucht es gerade ein Artillerieschiff zu entern, aber dafür hat halt, also wenn da gleich der Flammenwerfer schießt von Mormegil, dann wird es auch gewesen sein mit dem Marineschiff. Ich muss sagen, der sieht ja ziemlich schnieke aus, der Flammenwerfer. Ja. Hat sogar so ein orthodoxes Kreuz drauf. Ziemlich cool. Ach, du bist da ganz nahe dran. Jetzt feuer da. Ja, da brennt er auch. Na, wobei, es hat sogar. Er hat eher sein eigenes Schiff gerade angezündet, ja. Also es könnte auch durchaus Georgius jetzt nochmal umdrehen. Ja, also, weil die Artillerieschiffe können wahrscheinlich jetzt nicht so gut die Plänklerschiffe beschießen, wenn man die gut microt. Ja. Gut, hier feuert gerade ein Artillerieschiff. Oh, das war ein Volltreffer, ja. Aber wendet sie wieder. Ja, ja, er kennt jetzt auch, dass das Feuerschiff noch das gefährlichste Instrument von Mormegil ist und fokust das jetzt auch ein bisschen. Naja, Fokus ist das ziemlich schön, ja. Generell mit den Feuerpfeilen ist Georgius sehr gut dabei. Ja, also das Feuerschiff scheint jetzt auch unterzugehen. Ja, das geht unter. Also damit ist Mormegils eigentlich letzte wirkliche Waffe untergegangen, weil die Artillerieschiffe können jetzt, glaube ich, auf der Nahkampfdistanz nicht mehr viel machen. Na, das. Und vor allem das eine hat auch gar. Also es hat nur noch eines überhaupt Munition. Oh, okay, ja. Ja, das eine geht jetzt hier auch gerade in Flammen auf. Ja, das scheint entschieden worden zu sein in letzten Minuten. Ja, tatsächlich sehr knapp. Also das sah dann doch wieder kurz aus, als ob Georgius da in die Flucht getrieben wird, nachdem sein General gesunken ist und Mormegil eben sein Flammenschiff noch hatte. Aber ja, jetzt ist die Schlacht vorbei und Georgius hat gewonnen. Ja, dann nicht schlecht gemacht. Aber beide eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Stimmt, also es war tatsächlich sehr spannend, ja. Wir sehen hier einen Pyrrhic Victory von Georgius, hat auch mehr aufs Feld gebracht, aufgrund der kleinen Skirmisher-Schiffe, die er hatte. Ja, ich schätze mal, Mormes Fehler war wahrscheinlich, dass er sich zu sehr auf Artillerie konzentriert hat, weil gefühlt waren jetzt die Artillerieschiffe nicht so effektiv. Also sie haben schon am Anfang zwei Schiffe, glaube ich, rausgenommen, aber als es dann halt eben in den Nahkampf ging, konnten halt die Artillerieschiffe dann letztendlich eigentlich auch nicht mehr viel machen. Ja, ich glaube, ein paar mehr Feuerschiffe, so kurios das klingt, wären da wahrscheinlich die beste Idee gewesen. Ja, oder halt eventuell einfach ein, zwei Mili-Ships, so wie halt Georgius einen gewissen Mix hatte. Ich meine, gut, die Mili-Ships wurden jetzt auch nicht so gut verwendet, aber ja. Gut, mein Spiel ist gerade abgeschützt. Warum auch immer. Ja, weil Georgius aus dem Spiel gegangen ist. Ah, okay, gut. Ja, dann werde ich den Stream an der Stelle auch beenden, beziehungsweise auch das YouTube-Video. Verabschiede mich schon mal, sag danke, dass du heute da warst, Lukas. Gerne. Und man hört sich und sieht sich dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.